frage mich oft, wie fängt man sowas an, wenn man so vor ein Publikum tritt und was ist das Erste, was ihr so von mir zu hören bekommt und dann hört man sich selbst so, hey, sagen und denkt sich, verkackt. Macht aber nichts. Ich habe mir natürlich große Gedanken gemacht, wie ich das eigentlich hatte anfangen wollen, wie ich heute diese wunderbare Veranstaltung, den Wettbewerb für euch eröffne und hier in diesem ehrwürdigen Ort, dem Ernst-Deutsch-Theater und kann das natürlich nur mit dem womöglich obszönsten Text starten, den ich jemals geschrieben habe. Es ist merkwürdigerweise auch der autobiografischste Text, den ich jemals geschrieben habe. Zieht eure eigenen Schlüsse daraus. Der Text trägt den Titel »Es schäumt die Scham«. Aber nicht auf die gute Weise. Ah, endlich im Bett. Langer Tag, was für ein scheiß langer Tag das doch war. Und mal wieder nichts als Gerenne, Gerenne hin, Gerenne her. So ein Tag, aber auch endlich im Bett. Nichts wie ab unter die frisch bezogene Bettdecke. Eine frisch bezogene Bettdecke, das ist wie sterben, nur dass man noch lebt, um es genießen zu können. Das Licht aus, der Magen voll, die Blase leer und das Fenster. Nur einen ganz kleinen Spalt weit offen, nur so einen kleinen Spalt weit. Nicht zu weit, nicht zu wenig, genau richtig, einen ganz kleinen Spalt weit. Ah, endlich mal wieder so richtig was wegratzen. Gute Nacht, alle miteinander. Ich bin's, dein Gehirn. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Wie du damals am Baggersee vom 3-Meter-Brett springen wolltest, dich dann aber nicht getraut hast und den Turm rückwärts wieder runterklettern musstest. Ja, ja, das war... Und wie die Leute hinter dir auf der Leiter auch wieder runterklettern mussten, um dir Platz zu machen, wie die dich angeguckt haben, wie die süße Anna aus dem Mühlsteinweg geguckt hat. Erinnerst du dich? Ja, ja. Danke für die freundliche Erinnerung, aber ich würde dann jetzt gerne... Hey! Weißt du noch, wie dich deine Mutter beim Wichsen erwischt hat? Und du behauptet hast, du hättest schwimmen gehen wollen und lägest nur deshalb nackt auf dem Bett, weil du mitten im Umziehen plötzlich müde geworden wärst? Wie sie geguckt hat! Und wie du dann tatsächlich schwimmen gehen musstest, damit deine Tarnung nicht platzt? Und du dir dann gedacht hast, ach, wenn ich schon mal hier bin... Kann ich ja auch vom 3-Meter-Turm. Warum fällt dir das gerade jetzt an? Na, wann soll es mir denn sonst einfallen? Du bist ja immer so beschäftigt, den lieben langen Tag. Da kann der alte Kram schon mal eine Weile lang liegen bleiben, bis ich dazu komme, ihn abzuarbeiten. Außerdem sind es sehr lustige Erinnerungen und ich habe hier drin kein Netflix. Ja, ja, okay, verstehe ich. Trotzdem würde ich dann jetzt gerne schlafen, morgen früh raus und so weiter. Du kennst das. Na klar. Erinnerst du dich an damals, als du dich im Schulbus übergeben musstest? Und wie du dann in deiner eigenen Kotze sitzen bleiben musstest, bis der Bus endlich bei dir zu Hause ankam? Wie die Bröckchen auf dem Polster hin und her schwappten, wenn der Bus um eine Kurve fuhr? Wie die Leute dich angeguckt haben, wie Melanie aus der 9B geguckt hat, so aufrichtig mitleidig und von einer Welle der Asexualitäten fortgeschwemmt. Und wie du dann zu Hause beschlossen hast, dir auf den Schreck erstmal einen runterzuholen, das Würstchen zu wienern, ein Solo auf der Fingerflöte zu spielen, eine Single-Party für 5 Freunde zu schmeißen und wie dann plötzlich die Tür aufging, wie du geguckt hast. Na, weißt du noch? Ja, weiß ich noch, weil du es weißt und das weißt du ganz genau. Ich erinnere mich daran, weil du es mich nicht vergessen lässt. Ich wünschte, du würdest dir den ganzen anderen Kram auch mal so merken. Binomische Formeln, weg, wie man einen Palsdeck knotet, weg, die Vornamen meiner Arbeitskollegen, sowas von weg. Es gibt in meinem Umfeld Menschen, die inzwischen selber glauben, sie hießen, hey, du. Wenn du mich schon an ausgewählte Fakten erinnern möchtest, warum dann nicht mal an Omas Geburtstag? Oder daran, wie man das Wort rhythmisch buchstabiert. Rhythmisch, ich habe es allein in dieser Zeile 2-mal unterschiedlich geschrieben. Damit könnte ich vielleicht mal irgendwann was anfangen. Aber nein, die graue Masse kommt mir mit dem verwackelten Best-of-Pubertäts-Megamix und das auch noch mitten in der Nacht. Denk doch mal mit. Aber vielleicht kannst du das ja gar nicht. Vielleicht hast du es nicht so mit dem Denken. Vielleicht ist das Denken deine Sache nicht. Vielleicht bist du ja gar kein Gehirn, sondern ein Arschloch. Ey. Ey, ich bin's. Dein Sphincter Ani Externus. Dein äußerer Schließmuskel.
Und wenn ich hier noch immer das A-Wort höre, dann bekommt der Begriff Anschiss aber eine völlig neue Dimension, Keule. Ich erfülle eine anstrengende und verantwortungsvolle Aufgabe in deinem Körper. Und das Einzigste, das ich von dir weiche spülte, möchte ich an Künstler zu diesem Thema hören will, sind Respektsbekundungen und vielleicht noch die Worte ballaststoffarme Ernährung. Alles klar? Alles klar? Alles klar? Also wirklich, ihr solltet euch was schämen. Vielen Dank.